Lass uns mal über diesen Rucksack sprechen. Das ist der V-Sport Zipper Fox 25. Ein sehr kompakter, trotz alledem cool aussehender Rucksack. Und wenn du wissen willst, was er kann, was meine Meinung dazu ist und sowieso und überhaupt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diesen Rucksack hat mir der Alexander aus Halle an der Saale im wunderschönen Deutschland zur Verfügung gestellt. Und zwar, ich konnte den jetzt einige Monate testen. Der Alex war bei mir auf einem Survival Training hier auf dem wunderbaren Bushcraft Areal auf Althöllerbatte. Und ich habe den Rucksack gesehen und habe gesagt, der ist cool. Und er sagt, ja, V-Sport. Und ich sage, ja, habe ich immer wieder was davon gehört, keine Ahnung. Und er sagt, V-Sport. Und ich sage, okay, aber ich weiß es nicht. Und er sagt, behalte ihn dir eine Zeit lang, schicke ihn mir dann zurück, was ich auch natürlich jetzt gerne machen werde. Und ich habe den eingehend getestet. Er ist ein bisschen zerkratzt jetzt. Und ich muss da sagen, dass ich von dem Ding wirklich positiv beeindruckt bin. Schauen wir es uns einmal an. Es gibt natürlich viele unterschiedliche Rucksäcke, aber das hier ist eben der Zipper Fox 25 und der ist meiner Meinung nach so ein Ein-Tages- oder Eineinhalb-Tages-Rucksack. Ideal natürlich als Ein-Tages-Rucksack, wenn du mit Familie unterwegs bist oder wenn du zum Bushcraften unterwegs bist und ein bisschen mehr mitnehmen willst. Ein bisschen Jause vielleicht, der eine oder andere, wie ich gehört habe, trinken auch Bier. Eine Flasche, eine Dose oder so irgendwie, ja. Kaffee oder was auch immer, dann ein bisschen Ausrüstung und da ist der absolut ausreichend. Und du hast hier überall Mollestreifen drauf, hier an der Stelle hast du 3, da geht es runter 2, 4, 5 und auf der Seite 2, 4, 5, das ist der Anknit. Und kannst dich natürlich austoben und hier Ausrüstungsgegenstände anbringen oder Pouches anbringen, das ist natürlich super. Dann, bevor wir jetzt in den Innenteil gehen, du hast Kompressionsschlaufen. Ja? Die kannst du natürlich auch nutzen, um Ausrüstung zu fixieren. Hier unten ist eine kleine Netztasche, die ist wirklich nur klein. Ja? Die ist wirklich nur ja, so, dass sie halt ein bisschen da ist, dass sie an Gegendruck bietet. Recht viel mehr, muss ich dazu sagen, habe ich dabei nicht finden können. Dann, du hast einen Zugriff hier auf den Rucksack. Und zwar in den Innenteil von hier unten, wenn du das willst. Das heißt, du kannst hier von hier unten zugreifen, wenn du in den unteren Bereich rein willst. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier Ausrüstung, weil es ist irgendwie ein Toploader. Nein, es ist kein Toploader, sondern aber doch irgendwie, na egal. Denn du hast hier oben auch den Zip. Der ist noch da unten und der ist auch da oben. Das heißt, wenn ich sage, ich habe oben ein Teil drin, das ich rausnehmen will, dann kann ich das genauso tun. Also die haben da schon beim Arbeiten nachgedacht. Das ist durchaus sehr nett gemacht. Gut. Er musste halt von der Optik fahren, ist klar. Er schaut halt extrem military-mäßig aus, aber ist das ein Nachteil? Nein, nicht notwendigerweise. Hier auf der Seite hat man jeweils einen Griff, einen Handgriff, der ist richtig fett. Da, das lässt nichts anbrennen. Dann schauen wir mal in das Innenleben hinein. Und jetzt interessant, also ich kann den Rucksack einmal so als Toploader sozusagen verwenden und auch von unten zugreifen, wie du gesehen hast. Aber natürlich, ich kann ihn auch, jetzt habe ich die Kompressionsschlaufe, Dings nicht aufgemacht, komplett auflegen und hier zugreifen auf den Rucksack. Das finde ich wirklich sehr, sehr nett. Das heißt, das ist irgendwie so eine Kombination. Erinnert mich vom Stil her an den Modular Bag von Tasmanian Tiger. Der hat aber dann eben ein modulares System mit dieser Glättfläche mit dabei, die auch großartig ist. Das hast du hier jetzt nicht. Du hast hier ein großes Schubfach. Ja, da geht schon einiges rein. Übrigens, da passt auch der Rainer Rossmann, das billige Eigenwerbung, ich weiß, Bushcraft-Biber rein. Das musste jetzt einfach sein. Nein, Spaß beiseite. Dann hast du innen auf diesen Punkten, also 4 Stück, kannst du auch noch einmal Riemen reinbringen, wenn das aus irgendeinem Grund für dich notwendig sein soll. Hier hast du auch noch einmal ein Fach, um Ausrüstung einzubringen, Schlüssel, Geldbörsel oder sonstiges. Ja, das geht einmal sehr, sehr gut. Dann hier auf der Seite. Mit einem zweiwege Reißverschlusssystem eine Netztasche. Hier auf der Seite ist es ein Mollestreifen, den du hast, da kannst du Ausrüstung draufbringen. Hier unten eine Netztasche, eine kleine Netztasche und unten einfach den Boden. Da spüre ich auch schon die eingebaute Regenhaut, aber das kommen wir dann später dazu. Hier, da ist auch noch einmal die Möglichkeit, Ausrüstung an dieser Netztasche anzubringen und hier sind so Einschubfächer. Ja? Bedenke aber eines, dieses Teil hier, das wird relativ schwer und wenn du den Rucksack jetzt als Toploader verwenden willst, ich meine, wenn du sagst, ich lege den immer am Boden und mache komplett auf, dann ist ja gut. Aber wenn du ihn nur als Toploader verwenden willst, dann musst du schauen, dass hier nicht zu viel schweres Zeug drinnen ist. Warum? Weil sonst reißt er gleich den ganzen Rucksack auf. Ja, das ist halt der Nachteil dabei, aber schau,
das ist kein Nachteil, sondern es ist einfach so. Es ist einfach so, musst du deine Packordnung dementsprechend anpassen. Aber Hand aufs Herz, was nimmt man da mit? Steine? Goldbarren? Goldbarren, ja. Ah ja, da ist der Wahnsinn. Ja. Ja, ich muss lachen, weil ich einige Anfragen kriege wegen Krisenvorbereitung, wenn wir da auch einiges machen, ob Gold ja gut ist, also goldmäßig als Tauschware in Krisenzeiten. Also, ja, wenn's. Na, das ist ein anderes Mal. Hier seitlich, ja, haben wir auch ein Fach. Das ist ein eigenes Fach, das ist ein Geheimfach sozusagen, das du hier zur Verfügung hast. Das ist sehr nett. Auf der anderen Seite ist es nicht. Du kannst nur auf diese eine Seite zugreifen. Weiß ich nicht, Trinkblase zum Beispiel oder irgendein anderes Zeug. Wobei ich mich jetzt frage, ich bin ja kein Trinkblasenfreund. Ah ja, es muss die Trinkblase sein, denn die haben hier eine Öffnung. Da habe ich gar nicht geschaut, muss ich da echt sagen. Da habe ich gar nicht geschaut. Da kannst du die Trinkblase einbringen. Das ist einmal super. Also insgesamt ein sehr, sehr, sehr gutes Konzept. Hier unten hast du über ein Skelett, kannst du in die Regenhaut rein. Das mache ich jetzt selber, da muss ich wieder einpacken. Die ist auch mit standardmäßig dabei, was ich wirklich gut finde. Dann Tragesystem. Das Ganze ist jetzt zum Beispiel, da drüben steht mein Tasmanian Tiger Raidback. Der hat diesen Warrior Belt. Der ist von Tasmanian Tiger, wenn du das kennst. Der ist massiger, wuchtiger, vielleicht auch weicher, aber auch teurer und auch schwerer. Das hier, diese Paddeln sind deutlich dünner, aber ausreichend, kannst du auch abnehmen, weil das ist jetzt nur meine Meinung. Ja? Ich meine, wenn man laufen muss damit, wenn man im Einsatz ist gegen irgendwelche, ich weiß nicht was, wurscht, egal, dann ist das ja auch alles okay, damit das Rucksackerl nicht so hin und her hüpft. Aber für so einen alten Papa wie mich reicht das. Und ich packe dann normalerweise auch gar nicht so viel rein, dass ich das wirklich notwendigerweise brauche. Daher, also ich nehme ab, ja, ich nehme das hier ab, aber das kann jeder empfehlen und aus dem passt auf meine Wampe. Da unten nicht drauf, aber soll so sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ist sehr, sehr gut gemacht. Das Tragesystem, auch hier kannst du einstellen. Ja? Das ist bei Wiesport auch hier. Wie ist das? Das habe ich eigentlich mal noch gar nicht angeschaut. Wie ist das eigentlich? Kann ich das einstellen? Es schaut irgendwie danach aus, aber warte mal ganz kurz. Hier, das muss ich mal jetzt anschauen, ich weiß es gar nicht. Das ist ein Wiesport. Semi-Adjust System SAS Plus Airnet. Was ist denn das? Kann man da was einstellen? Nein, das ist nur der Rahmen. Da kann man nichts einstellen. Warte mal ganz kurz. Ich habe das nicht gemacht, weil das eh passt für mich. Nein, ich kann nichts einstellen. Das ist nämlich auch vernäht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, dann kann ich nicht einstellen. Ich meine, ich kann natürlich die Schultergurt einstellen, das ist klar, aber sonst ist hier nichts gegeben. Also es ist nicht so anpassbar an die Höhe des Mannes, wobei man auch dazu sagen muss, ich meine, ist ein kleiner Rucksack. Und es passt einmal ganz gut, aber es hat irgendwie so ausgeschaut, als könnte man das einstellen. Oder kann man es doch? Ich weiß es nicht. Wenn du das weißt, ich will es jetzt nicht rausfinden, weil es mir wurscht ist. Ja? Ich brauche das nicht. Aber wenn du da etwas weißt, ja, das würde mich interessieren. Hier eine nette Polsterung. Ich finde, dass der Rucksack, und ich gebe da unten den Link natürlich, schau dir den Preis an, für das, was er kann, na, so, aber jetzt, für das, was er kann, echt passt. Also das muss er wirklich sagen. Und ich finde das wirklich, 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 wirklich nett. Insgesamt, jetzt so im Vergleich, also es sind dann 100.000 Schlaufen da noch drauf, also kannst hier unten dann auch, also Brust einerseits gut, aber du kannst hier unten dann noch, hier hast du noch einmal Schlaufen, könntest noch eine Rolle oder einen Schlafsack drauf machen. Hier kann man auch dazwischen was reingeben, also es ist, da könntest du noch was drauf poppen, ist alles okay. Aber jetzt so im Vergleich mit Modularpack, wobei Modularpack ganz einfach anders ist, weil du eben dieses modulare System hast, aber wenn du das nicht brauchst, und ein bisschen Qualitätsabstriche machen kannst. Weil es ist halt so, zum Beispiel hier unten, das ist jetzt keine Kritik, bitte überhaupt nicht. Ich mag den Rucksack, ist alles super. Und der Preis ist auch niedriger. Aber dafür sind halt dann auch manchmal vielleicht so ein paar Fäden, die abstehen an einer oder anderen Stelle. Aber da zum Beispiel, hier jetzt auch, ja, das ist nichts, wo ich sage, boah, das ist volles Kinderklumpert. Nein, sage ich nicht. Aber es ist dann doch einmal noch ein Unterschied zu einem TT und das merkt man auch im Preis. Und das ist ganz einfach so. Das macht das Bett nicht besser und nicht schlechter. Aber was ich sagen wollte, jetzt im Vergleich zum Modular-Bag, ist das hier, wenn du dieses modulare System nicht brauchst, ein bisschen aufs Budget achten willst
und sagst, okay, ich brauche aber trotzdem etwas in dieser Größe und mir gefällt das System, dann bist du da wirklich gut dabei. Ist einfach so. Was bedeutet das jetzt? Der Reini will es wissen und hat auch Wiesport im Programm. Einige ausgewählte Rucksäcke. Den hier muss ich leider zurückschicken, aber ich check mir den noch einmal. Check mir den noch einmal dann direkt aus dem Shop. Ich habe auch etwas Größeres im Blick, aber das an einer anderen Stelle. Und jetzt bist du dran. Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Wiesport, hast du da Erfahrungen dazu? Was sind deine Erfahrungen? Bist du der Meinung, dass das ein Billigsdorf-Fahrzeug ist? Wobei, es ist nicht billig, gar nicht billig, aber günstig, nämlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut top, meiner Meinung nach. Aber schreib deine, gib dir den Link auf Amazon und natürlich auch in meinen Shop. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, ein paar andere Videos. Grüße aus dem Waldurlaub. Und Alex, danke fürs Leihen. Bis dann und ciao, ciao.